Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Heute mal ein ganz anderes Video. Meine Tochter hat sich einen Thermomix gekauft und ich durfte mir was aussuchen. Vorher habe ich mir schon mal Ghee machen lassen von ihr und diesmal sollten es Falafel werden. Ich wollte Falafel schon selber machen, aber das hat sich dann angeboten. Und ich muss sagen, ich habe mich so in den Thermomix verliebt. Ja, was hältst du denn vom Thermomix? Ich meine, mit einem Preis von 1.399 Euro habe ich jetzt so bei eBay mal gesehen. Ein ganz schöner Schuh, aber ja, also ich finde, es lohnt sich. Bei einer großen Familie lohnt sich das. Aber für mich als Single, egal auch wie toll der ist wirklich super, super toll. Ja, also man sieht ja, man gibt das Rezept ein, das geht alles per Online. Dann kann man sich mehrere Varianten aussuchen. Dann kommt alles in den Thermomix rein. Der sagt ganz genau, wann Stopp ist, was zu tun ist. Also jeder Nicht-Koch oder der keine Ahnung hat, der kann hier alles kochen. Also das ist schon... Also ich bin schon echt verliebt in den. Aber wie gesagt, nicht für mich. Ich bin für einen Single-Haushalt nie. Ja, wie ist denn deine Meinung darüber zum Thermomix oder ähnliche Geräte? Es gibt ja nicht nur den von Vorwerk, den Thermomix. Es gibt ja mittlerweile auch schon andere Produkte. Ja, und preisgünstigere. Ich vergleiche das immer wie mit Tupper und ja, andere Plastidosen. So ist Vorwerk halt Vorwerk. Und die Produkte dazu auch. Also wie gesagt, das Handling von dem Thermomix sehr, sehr gut. Man kriegt die Zutaten vorher angesagt, was man sich wohl hinstellen kann. Und wie gesagt, meine Tochter, die ist eine junge Familie, da lohnt sich das auf alle Fälle. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Der macht ja alles. Also wie gesagt, ja, jetzt haben wir da Wasser dazu gegeben oder Öl, weiß ich jetzt ja nicht. Alles, was so da drauf stand. Abgebraten haben wir die dann noch in der Pfanne. Und dazu gab es ein leckeres Dip aus Quark und, nicht aus Quark, sondern aus Joghurt. Mit Pfefferminze, Salz, Pfeffer, ein bisschen Paprika. War mega lecker. Also Falafel kann ich sowieso empfehlen, mit Thermomix oder ohne. Einfach mal probieren. Ja, das soll es dann schon gewesen sein. Das ist mal ein etwas anderes Video, weil mich halt einfach mal interessiert, wie die Meinung ist zu so einem Thermomix. Ja, oder wer schon Erfahrung hat mit dem Thermomix. Also das ist der Thermomix 6, der ganz neue. Also einfach nur genial. Wenn dir das Video gefallen hat, wie gesagt, ist mal ein bisschen anders, so eine kleine Produktvorstellung. Und dann lass gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Und vor allen Dingen deine Meinung interessiert mich halt, was hältst du von dem Thermomix oder ähnliche Geräte. Vielen Dank für deine Mühe. Wie gesagt, lass gerne ein Like, ein Kommentar. Die sehen doch richtig lecker aus. Die waren auch lecker. Like und Kommentar da. Vielen Dank. Tschüss.